Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Wars Knights of the Old Republic 2. So, mitten im Kampf gestartet. Machen wir doch hier mal wieder ein Todesfall. Lohnt sich bei dem, glaube ich, gar nicht großartig. Na, dann töten wir ihn einfach mal. Du hast auch deinen Spaß, wie es aussieht. Ich glaube, so viel sind das aber gar nicht. Wenn ich mir das mal anschaue. Irgendwie nur ein oder zwei Gegner da. Aber gut, dann sollte das ja auch relativ gut gehen. So, dann mal viel Spaß beim Draufkloppen. Bereit. Seid bereit. Ah, da kommen noch ein paar. Okay. So, den bitte mal töten. Der ist ja gleich weg, der Kollege. Da hinten sind, glaube ich, noch ein paar mehr. Na gut, ballern wir uns durch. Das wird euch eine Lehre sein. Ja, toll. So, dann kannst du da jetzt mal hier das Todesfeld draufhauen. Haben wir eigentlich Leben verloren? Bisher noch nicht. Das wird euch eine Lehre sein. So, Schnucki kriegt halt ein bisschen was ab, aber das passt schon. Das wird euch eine Lehre sein. Das wird euch eine Lehre sein. Okay, was habt ihr denn Schönes dabei? Ein paar Credits. Ah, noch ein Schild. Ich glaube, unser Mandalorianer bräuchte ja auch mal eins. Ah, sogar ein Mandalorianisches. Wie schön. Wo ich die auch seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe. So, da guck mal. Ja, nehmen wir den mal. Dann wirst du ja auch mal einigermaßen ausgerüstet hier. Ich bin hier. Mhm. Ich auch. Aber gut, weiter geht's. Dort noch irgendwas? Jawohl, tatsächlich noch ein paar Überreste. Habe ich noch nicht ganz geplündert. Nur, das schadet ja auch nichts hier. So, wieder drei Stück. Ich kümmere mich darum. Dann schauen wir doch mal. Das wird euch eine Lehre sein. Ich werde sie durch die Lehre. So, die Herren. Ja, so geht das angenehm fix mit dem Kämpfen. Credits nehme ich mal noch mit. Oh, neuer Kampfanzug. Da ist halt noch Widerstand drauf. Na komm, kriegst du den mal. Ich glaube, mit der sind wir im ersten Teil relativ lang rumgelaufen mit der Rüstung. Zumindest kommt sie mir bekannt vor. Was ist auf dem westlichen Platz los? Klang das nicht nach einem Kampf? Das Oberkommando hat absolute Funkstille angeordnet. Wisst ihr, was los ist? Nichts, gar nichts, Officer. Ich habe gar nichts gemacht. Verstehe. Ich hätte schwören können, dass ich auf dem westlichen Platz was gehört habe. Okay, du bist an der Rampe und die Soldaten haben dich nicht angegriffen. Okay. Wäre das Beste, wenn du zum Shuttle zurückkehrst und diese so schnell wie möglich verlässt. Na dann.
Wir hatten ja auch, glaube ich, nichts mehr offen, oder? Herr des Palastes. Ja. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Genau. Los! Was ist mit euch los? Das wird euch eine Lehre sein. Das wird euch eine Lehre sein. So, sonst noch irgendjemand, der hier dumm machen möchte? Ich hab gar nicht gesehen, was es war. Naja. Wird schon seine Bewandtnis haben. Ach ja, Levelaufstiege. Das ist doch schön. Bei dir hatten wir Geschick geskillt. So. Okay. Könnten das halt mal weitermachen. Was sonst noch irgendwas Interessantes? Ehrlich gesagt nicht wirklich. Puh. Na gut. Was war das? Technikexperte? Nee. Irgendwie ist halt diese Unruhe immer noch das Beste, weil da halt 3 bis 4 Angriffe oder 3 Angriffe durchgehen. Von daher. Konstitution. Na gut. So viel dazu. Was können wir bei dir denn noch skillen? Das haben wir soweit. Meisterzähigkeit, jawohl. Das Diagnosegerät spielt verrückt. Ziel erfasst? Was zur Hölle soll das denn heißen? Ich glaube, die Jäger müssen jetzt mal kaputt gehen. Da ist noch eins. Kann sein, dass der Herr Wagner nicht so ganz mit dieser Einstellung hier einverstanden war. Wie soll ich denn da drankommen? Geht das? Ihr Visa wurde gescannt. Sie dürfen jetzt gehen. Oh, ich würde sofort abreisen. In diesem Viertel geht alles drunter und drüber. Das ist nett. Lasst uns trainieren. Ja, ja. Wo bist du eigentlich? Du könntest auch mal draufballern. Du hast immer eine Fernkampfwaffe, Kollege. So, Kollege, weniger rumbacken, mehr draufhalten hier. Gut. Dankeschön. Okay, dann mal ab nach draußen. Das Shuttle ist gleich da vorne. Wir sollten hier möglichst schnell verschwinden. Es wird noch eine Weile dauern, bis man uns hier vergessen hat. Wir kommen erst wieder nach Itiz, wenn sich die Lage geändert hat. Wirklich geändert. Alles klar. So, damit hätten wir das abgeschlossen. War ja ein mehr oder weniger kurzer Ausflug. Na dann, Hafenmeister. Och, geh. Gut, dann haben wir, glaube ich, jetzt die Location schon mal. Bemerkung. Sie eliminieren viele von uns, Jedi. Aber Sie zögern das Unvermeidliche nur hinaus. Lästiger Vortrag. Fahren wir damit fort, die Kommunikation zu erleichtern.
Vortrag und terminieren wir alle feindlichen Subjekte. Na dann. Gehen wir mal da drauf. Dann kannst du dir mal den hier vornehmen. So, du ballerst den mal weg. Was war das für ein HK? Okay. So, wieso wird hier immer mein Angriff zurückgesetzt? Manchmal so schön. Oh, dich zerlegt's gleich, meine Liebe. Na gut, aber wir haben die eigentlich so gut wie platt, von daher. Systeme werden abgeschaltet, Meister. Ah, sogar ein Doppelkill, wie schön. So, Druidenzeug. Und ab mit dem Shuttle zurück. Wir sind zurück. Das Shuttle bleibt bis auf Weiteres hier. Ich werde euch noch nicht verlassen. Ihr scheint noch einen weiten Weg vor euch zu haben. Genau wie ich. Ich komme mit euch. Die Sith scheinen großes Interesse an euch zu haben. Ihr könntet einen weiteren Blaster brauchen. Ich wollte Duxun ohnehin verlassen, um die anderen mandalorianischen Clans zu suchen. Wie selbstlos hätte ich euch nicht zugetraut. Ich mir auch nicht. Aber es ist in meinem eigenen Interesse. Die Sith sind nicht dafür bekannt, dass sie ihre Macht teilen. Wenn der Jedi-Orden endgültig zerstört ist, werden die Sith unweigerlich die Republik beherrschen. Und dann wird mein Volk ausgelöscht oder versklavt. Ich betrachte es als Notwendigkeit, euch zu helfen. Während des Krieges halfen die Mandalorianer Exakun. Wir wissen aus erster Hand, wie es uns in ihren Diensten ergehen würde. Aber das reicht für den Moment. Wir können später weiterreden. Die Ebon Hawk ist startklar. Wenn du bereit bist, bitte diesen Führer hier, dass er uns zum Schiff zurückbringt. Na, das ist doch praktisch. Okay, die haben wir ja schon weit ausgeräumt. Ich glaube, dann können wir jetzt mal wieder zurück zur Ebon Hawk. Wo ist denn der Führer? Ah, wir kommen auch nicht raus, wie es scheint. Nee. Ich möchte mit euch sprechen. Was ist? Ich wollte nur sicher gehen, dass wir uns in einigen Punkten einig sind. Im Moment verfolgen wir beide dieselben Ziele, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die Sith müssen aufgehalten werden. Wenn sie die Jedi vernichten, wird die Republik zerfallen und mein Volk wird ausgelöscht oder versklavt. Um zu überleben, helfe ich euch, aber als Mandalore habe ich noch eine andere Aufgabe, die Clans wieder zu vereinen. Würden sie euch denn folgen, wenn ihr sie alle findet? Nach unserer Niederlage bei Malachor zerstreuten sich die Überlebenden entlang des Outer Rims. Viele von ihnen nahmen Arbeit als Söldner an oder Schlimmeres. Aber sie könnten nicht so tief gefallen sein, nicht zu erkennen, dass ein neuer Mandalore gewählt wurde. Einer, der unserem Volk zu neuem Ansehen verhelfen wird. Ich kämpfe an eurer Seite, aber ich warne euch. Steht mir nicht im Weg. Ich bitte euch nicht um Hilfe. Ich bitte euch darum, mich walten zu lassen. Kommt ihr mir in die Quere, muss ich unsere Abmachung überdenken. War das eine Drohung? Natürlich ist das eine Drohung. Wenn ihr mir in die Quere kommt, mache ich sie wahr. Nachdem wir uns um die Sith gekümmert haben, könnt ihr eure Aufmerksamkeit auf uns richten. Vielleicht können wir aber auch ein dauerhaftes Bündnis eingehen. Mhm.
über das nach, was ich gesagt habe. Braucht ihr noch etwas anderes? Irgendwelche Stimulanzchen. Ich dachte, die Macht wäre für einen Jedi wie euch Waffe genug. Braucht ihr etwas, um euch in der Schlacht Mut zu verschaffen? Ich nutze jeden sich bietenden Vorteil. Das ist eine gute Einstellung für einen Krieger. Noch besser aber ist es, wenn er sich vollkommen auf seine eigene Stärke verlässt. Bitte sehr. Aber gewöhnt euch nicht zu sehr daran. Ich habe zu wenig Zeit, um viele davon herzustellen. Braucht ihr noch etwas anderes? Was habt ihr denn mit der Republik zu schaffen? Die Republik hat ihre Leute getötet, lange bevor die Kriege überhaupt begonnen haben. Ohne Revans Stärke wäre die Republik längst tot. Ihr scheint Revan ja sehr zu mögen, obwohl er euer Volk beinahe vernichtet hätte. Nur Revan hatte unseren Respekt verdient. Wir fegten ohne Widerstand durch den Outer Rim, bis Revan das Kommando über die Truppen der Republik übernahm. Erst dann wandte sich das Blatt. Aber wie ihr wisst, kämpfte nur eine Handvoll Jedi. Die übrigen versteckten sich in ihren Hallen und hatten Angst, uns gegenüberzutreten. Na, vielleicht dachten die Jedi, dass die Mandalorianer ihre Aufmerksamkeit nicht wert wären. Dann waren die Jedi nicht nur Feiglinge, sondern auch Narren. Ich werfe euch nicht vor, ein Feigling zu sein. Ihr habt die republikanische Flotte befehligt, die uns vernichtet hat. Ihr wart ein würdiger Gegner. Braucht ihr noch etwas anderes? Könnt ihr mir etwas über die Mandalorianer erzählen? Die Republik glaubt, mein Volk wäre tot, zerschlagen. Sie irrt sich. Ihr hättet uns töten sollen, als ihr die Gelegenheit dazu hattet. Solange auch nur ein Mandalorianer lebt, überleben wir. Unsere Ehre, unser Schicksal und unser Leben dreht sich um den Kampf und den Krieg. Das ist schon seit Anbeginn unserer Geschichte so. Könnt ihr mir denn mehr über die mandalorianische Geschichte erzählen? Wir behüten unsere Geschichte und unsere Methoden vor Außenstehenden. Nur auf dem Schlachtfeld lernt man einen anderen wirklich kennen. Mein Leben dreht sich stets um die gleichen Dinge. Das ist einer der Gründe, warum ich mit euch reise. Es freut mich, dass ihr die Wahrheit erkennt. Die mandalorianischen Clans werden wieder vereint sein. Und dann nehmen wir unseren rechtmäßigen Platz in der Galaxis ein. Aber wir leben in Zeiten der Taten und ich habe vorerst genug gesprochen. Wir können später darauf zurückkommen. Braucht ihr noch etwas anderes? Könnt ihr irgendwie helfen? Ich bin Mandalor, der Anführer der Mandalorianer. Ich werde euch im Kampf und in strategischen Fragen helfen. Aber ich bin nicht euer Botenjunge. Sucht euch einen anderen Lakaien. Braucht ihr noch etwas anderes? Gut. Wenn ihr der Anführer der Mandalorianer seid, müsstet ihr doch viel stärker sein. Ich habe schon viele Schlachten geschlagen. Schlachten, die ich nur mit Mühe überlebt habe. Meine Wunden sind zahllos. Manchmal denke ich, dass mich nur meine Implantate am Leben halten. Ich mag in meiner Jugend stärker gewesen sein. Und dümmer. Aber heute verlasse ich mich auf meine Rüstung, meine Waffen und meine Erfahrung. Braucht ihr noch etwas anderes? Ich denke, das war's. Okay, schon gut. So, ein Geschicklichkeit-Enhancer. Können wir jetzt mal hier raus oder nicht? Ah. Ich glaube nicht, dass ihr bis auf Weiteres nach Izitz zurückkehren könnt. General Barklow ist sehr mächtig. Auch ein Jedi kann es nicht mit einer ganzen Armee aufnehmen. Na, mal gucken. Okay, können wir eigentlich jetzt schnell reisen zurück? Takar-Fabrik, genau. Scheinbar ja nicht. Wir haben sie auch ein bisschen aufgeräumt im Lager, ne? Na gut, dann würde ich mal sagen, wir machen uns mal langsam auf den Weg. Reden nochmal hier kurz mit den Mandalorianern, die hier noch rumstehen. Ihr habt in Izitz noch weitere Kämpfe ausgetragen? Ihr seid wahrlich ein würdiger. Na klar. Du? Kelborn drängt darauf, dass die Basis nach dem Hinterhalt wieder zu 100% einsatzfähig ist.
Ich habe also einiges zu tun. Dann überlasse ich es euch. Verdammt. Dieser verfluchte Dschungel reißt alles an sich. Ja. Ah, genau. Mit dem Führer können wir dann reden, dass der uns zurückbringt, denke ich mal. Okay, machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Verdammt. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Der Dschungel reißt alles an sich.